Herzlich willkommen, geschätzte Gäste aus nah und fern bei Hornungsbörsenhof TV. Beim wahrscheinlich kleinsten Internet-Privatsender Österreichs. Es freut uns ganz besonders, dass auch Sie wieder bei uns reinschauen. Und damit gleich zur Programmübersicht. Für unsere Gäste, die es noch nicht wissen, im Nachbarort wird eine fünfteilige Serie gedreht über einen Fußballverein mit Lukas Resedaritz, den kennen Sie ja eh alle. Sendetermin wahrscheinlich im nächsten Jahr. Eigentlich kommen Fußballgeschichten eher bei Männern gut an. Diesmal wird es aber umgekehrt sein. Da spielen eine Menge fescher Burschen mit. Hey Papa, schau mal, was da in der TV-Media drin ist. Lauter nackte Männer, lauter Knackersche. Postlatterknackersche. Das wird spannend. Und dieses ausdrucksvolle Spiel mit den Bobacken. Herrlich. Wow, tatsächlich, das ist ja wirklich Schauspielkunst mit jeder Phase ihres Körpers. Ich bin begeistert. Die Serie würde man sicher auch schon. Die Quote der Serie wird garantiert Spitzenwerte erreichen, an die Thomas Gottschalk nicht im geringsten herankommen wird. Ein Traum für jede Jungfrau und einsame Sucherin nach dem männlichen Geschlecht geht in Erfüllung. Wunderschöne, knackige Hinterteile, da kommt meine Idee. Eine große Menge dieser männlichen Prachtstücke verbringen in unseren Kemenaten und in unseren Laken gehüllt die Träume von Oscar aus Hollywood. Ich weiß schon, du willst schon wieder ein Geschäft draus machen, oder? Ich kenne dich. Du hast gar nicht so Unrecht. Wir könnten doch diese Zimmer danach in eBay an die meistbietenden alleinstehenden Damen vermieten, mit den Originallaken, in denen sich diese wunderbaren Körper der Nachtruhe hingaben. Solcher Art können wir nach den Dreharbeiten der einsamen Frauenwelt wunderbare erotische Träume in Aussicht stellen. Sie meinen vielleicht, das tut man nicht. Naja, den Papst sein Auto hat man auch um viel Geld auf eBay versteigert. Also warum nicht? Übrigens, ich wollte diesen Trick mit dem Nacktarsch auch bei meiner Frau anwenden, um die Erotik im Schlafzimmer anzuheizen. Das ist aber leider gründlich in die Hose gegangen. Man muss dazu sagen, die Mutti war schwer gefährdet. Wir wollten sie schon ins Spital bringen, weil sie hat sich halb durchgelacht. Meine Damen, TV-Media von der Vorwoche kaufen, nicht vergessen. Meine Frau pflanzt lieber Kräuter als die Gäste. Auch nicht schlecht, was? Wir schauen nun in unseren kleinen, aber feinen Kräutergarten. Chefin, erzähl uns ein bisschen was über deinen erstaunlichen, kleinen, aber sehr exquisiten Kräutergarten. Ich erzähle euch heute was über die Minzen. Man glaubt gar nicht, wie viele verschiedene Sorten von Minzen das es gibt. Ich habe nur ein paar, aber da habe ich zum Beispiel die Thüringer Minze. Die ist vom Geschmack her sehr kräftig, sehr intensiv, hat dunkle Blätter, hat die typische Zackung von der Minze, ist für Tee und auch als Garnierung sehr gut geeignet. Da haben wir Pfefferminze und da eine Orangenminze, schmeckt wirklich nach Orangen ein bisschen, und eine Hängeminze. So, da haben wir eine Schokominze, da haben wir die russische Minze, die ist vom Blatt her, die Blätter sind größer, sind heller als wie die Thüringer Minze, ist auch vom Geschmack her nicht so kräftig. Pfefferminze ist natürlich das klassische Getränk. Die englische Pfefferminze ist natürlich für den Pfefferminztee ideal geeignet. Und da haben wir Zitronenverbene. Ist zwar ein Abort. Ist ein Abort. Und eine Zitronenverbene. Und zum Beispiel da ist eine Apfelminze. Und die schmeckt wunderbar nach Apfel, wenn man probiert. Pfefferminze, Zitronenverbene, Apfelminze und ein bisschen spanische Minze gemischt ergibt einen herrlichen Pfefferminztee oder Eistee.
Groß gehört zu den renommiertesten Weingütern der Steiermark. Tolle neue Einrichtung. Alle mehr oder weniger für den Weißwein bestimmt. Es gibt ein einziges Rotweineck, das ist da. 50 Hektar, 1000 Euro circa. Das sind die Ausstattung, wie es wir haben. Das sind die Fässer auch gekühlt zum Kühlen. Was, die kühlt man? Ja. Die Holzfässer? Ist da innen? Eine Wärmetasche, also wie ein Flachheitskörper aus Edelstahl. Also Grauburgunder gehört auch zu der Burgunderfamilie, ist der Frühreifende aus der Familie und bringt deutlich mehr Volumen und Körper mit als wie der weiße Burgunder. Ich selber habe den Grauburgunder sehr gerne zur Herbstküche, also vor allem zu kräftigeren Risottos, aber auch zu Wildgeflügel harmonierter Grauburgunder wunderbar. Chefin, was magst du uns heute für einen Eisbecher? Ein Mozart-Eisbecher. Da kommt Pistazien-Eis kommt rein, Vanille, Schokolade, dann kommt Mozart-Likör, Schlagobers. Schokoröllchen, dann gehackte Pistazien und Marzipanflocken. So, oder? Warum zu Hause lange kochen? Beim Hornung gibt's die Spieß- und Steakwochen. Chef, nichts so Gute machen. Chef, nur viel Blödsinn arbeiten. Das ganz wird nur schwierig. Aber gestern wieder zurück, so viel.